Die Stadt Coswig und der Landkreis Meißen haben im Stadtteil Spitzgrund die neue Zweifeld-Sporthalle für den Schul- und Vereinssport erbaut. Am Standort des Förderschulzentrums Peter Rosiger ist seit dem Errichten des Rohbaus und dem Richtfest ein neues Schmuckstück entstanden und in Nutzung gegangen. Der Bau dieser Zweifeld-Sporthalle für den Schul- und Vereinssport hatte sich als notwendig erwiesen, weil am Standort des Bildungszentrums West schon seit längerem von Kapazitätsproblemen für den Schulsport die Rede war. Im Spitzgrund hat nun diesbezüglich eine neue Ära begonnen. Da lohnen sich noch einmal Rückblick und Vorschau. Ja, wie gesagt, im letzten Jahr bis dieses Jahr Februar wurde die Sporthalle gebaut und dann auch als Halle fertiggestellt und der Stadt übergeben, dass die zur Nutzung freigegeben war. In den Ferien wurde wie geplant umgezogen. Und danach haben wir dann noch die Außenanlagen fertig gemacht, also sprich die Parkplätze. Die Zuwegungen waren fertig, aber die Parkplätze mussten noch hergestellt werden. Die Nutzer dieser wunderschönen neuen Sporteinrichtung können sich seit der Freigabe des Objektes jetzt immer wieder aufs Neue freuen, dass sie in solch einem Ambiente ihrer sportlichen Betätigung deutlich angenehmer nachgehen können. Positiv verändert hat sich für alle Sportler, die mit dem Auto zur neuen Sportstätte gelangen, die Parkplatzsituation. Da stehen jetzt 35 Parkplätze mit Behindertenstellplatz zur Verfügung. Im Außenbereich ist noch eine Baustelle vorhanden, der Rückbau der alten Sporthalle aus DDR-Zeiten. Auch hier wird sich in Kürze Wesentliches verändern. Jetzt im Nachhinein, nachdem die Schule umgezogen ist vom Landkreis, müssen wir noch die alte Sporthalle zurückbauen. Dazu war eine Schadstoffanalyse erforderlich, die wir ja logischerweise erst beginnen konnten, nachdem die Sporthalle leergezogen war. Und diese ist jetzt fertiggestellt und nun befinden wir uns zum Rückbau in der Ausschreibungsphase. Also es wird, so ist es geplant, im Juni zum Rückbau kommen. Mai, Juni. Danach muss ja dann noch der Platz, an dem die Sporthalle stand, ordentlich hergestellt werden. Dort soll für den Landkreis, für die Kinder des Landkreises, eine Gymnastikwiese und ein Schulgarten entstehen. Momentan kann die neue Zweifeldhalle leider nicht genutzt werden, wegen der Corona-Pandemie. Doch alles Schlechte hat manchmal auch noch etwas Gutes. Denn solch ein komplexer Bau ist bei der Übergabe meist nie so ganz fertig. Das heißt in der Fachsprache dann Mängelbeseitigung. Naja, wir sind noch in der Mängelbeseitigung. Es ist noch nicht alles hundertprozentig fertig. Da auch die Lieferanten sich jetzt ganz schön rausreden. Wegen Corona können sie dies nicht, können sie jenes nicht liefern. Wir hatten hier in der Gewährleistung schon Sicherheitsbeleuchtung, die nachgeliefert werden musste. Nach dem Telefonat mit dem Hausmeister ist die gestern gekommen. Also wird jetzt ein Gerüst reingestellt und wird die angebracht. Also wir sind in den letzten Zügen. Die Wartungsverträge müssen noch alle unterschrieben werden oder teilweise unterschrieben werden. Es sind auch schon welche unterschrieben. Und dann werden noch die Revisionsunterlagen übergeben für die Halle. Wie gesagt, Außenanlagen noch nicht, weil wir das noch nicht fertig haben. Weil wie wir hier rundherum sehen, auch die Bepflanzung wird erst zum Herbst zu. Abschließend sollen noch einmal im Zeitraffer die wichtigsten Etappen des Bauablaufs genannt werden. Die Baufeldfreimachung war im Spätherbst 2018. Anschließend erfolgte der Aushub der Baugrube, denn die Halle wurde tiefer gelegt, weil die Traufhöhe von der alten Bestandshalle eingehalten werden musste. Seit März 2019 wurde der Rohbau Stück für Stück errichtet, bis dann endlich am 15. August 2019 das Richtfest gefeiert werden konnte. Die Bauabnahme und die Inbetriebnahme datieren auf den Februar dieses Jahres. Bauherr der nur rund ein Jahr dauernden Maßnahme war die große Kreisstadt Coswig, vertreten durch die WVS Wohnverwaltungs- und Service GmbH Coswig. Die Gesamtkosten des Neubaus schlagen nach Abschluss aller Arbeiten mit rund 5 Millionen Euro zu Buche.